liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind am Start immer noch. Wir sind gerade aus dem Haitianer-Camp rausgekommen. Ja, zweimal sind wir gestorben, beim dritten Mal habe ich es ein bisschen anders gemacht. So, und noch ein kleines Problem ist aufgetaucht. Das habe ich jetzt gerade erst bemerkt. Beziehungsweise das habe ich nicht bemerkt, das hat mir jemand in die Kommentare geschrieben. Dankeschön für solche Informationen und Fahren und Sprechstoff. Ja, nur vom Auto aus Sprengladung, um Verfolger zu steuern, fahren lassen und Taste drücken, werfen und Taste drücken, gedrückt halten, dann loslassen. So, nochmal, wie gesagt, eine kleine Anmerkung von mir aus. Also, nochmal, es hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass tatsächlich diese Cutscenes, also nicht Cutscenes, sondern die, Cutscenes und auch die Autofahrten, diese Gespräche. Moment, hier liegt doch noch mal einer, oder nicht? Habe ich das gerade falsch? Ach, hier unten. Ja, ist aber auch egal. Na komm, den machen wir mal kurz. So, also nochmal. Oh, das war keine Absicht. Gut, perfekt. Ist nur eine. Oh, da nehme ich die mit. Ich nehme die mit. Also, nochmal, die ganzen Cutscenes und diese Zwischengespräche, die manchmal so kommen, dass die wahrscheinlich wohl nicht in der Aufnahme mit drin sind. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, ich muss die tatsächlich mit überquatschen. Ist natürlich relativ ärgerlich. Gut. Leider nicht zu ändern. Ich weiß es nicht tatsächlich, wieso das so der Fall ist. Ärgert mich gerade so ein bisschen. Deswegen werden wahrscheinlich auch in den ersten zwei, ja drei Folgen, wir sind jetzt in der Folge 4 in der Aufnahme, natürlich leider. Gut, jetzt muss ich gucken, dass ich den Wagen jetzt übernehme. Nimm alles mit. Ach, ich muss selber fahren? Dauernd muss ich dich rauspauen. Alles frisch? Ja. Alles klar. Wir riefen mit Barker. Also. Wir sind zu einer Einigung gekommen. Ich fahre jetzt ein bisschen durch die Gegend. Das ist natürlich scheiße, mitten in die eigene Aufnahme rein zu quatschen, weil ich höre die Gespräche ja nämlich. Ja, nicht. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer. Ja, das ging dann tatsächlich doch relativ gut. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Pops? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, ich frage mich, wie es weitergeht. Ja, die Frage ist, ob das wäre der nur der erste... Warte mal, war das nur während der ersten Folge? Ich muss mal gerade meine eigene Aufnahme hören. Ja, ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen doof beim Aufnehmen in die eigene Aufnahme reinzuhören, aber es muss halt so sein. Okay, gut. Das ist kein Problem, das ist in der ersten Folge nur so. Also, jetzt hört ihr Gespräche. Eine Kugel oder die Hand Gottes? Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice wäre. Ich bete darum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns noch keine Sorgen machen. Der will aber. Also entspann dich erst mal. Oh ja, ist doch gut. Na gut, schon klar. Also, das liegt daran wahrscheinlich, dass ich in der ersten Folge Musik drin hatte, die ich rausnehmen ließ. Deswegen werden wahrscheinlich auch die ganzen Gespräche, Zwischengespräche und Autofahrten rausgenommen. Also, es ist nur in Folge 1 so gewesen, dass ich halt diese Cutscenes besprechen wollte. Also, alles ab jetzt funktioniert, ab der zweiten Folge funktioniert da tatsächlich alles.
für die Leute, die jetzt gerade tatsächlich jetzt in die vierte Folge reingeschaut haben, guckt euch bitte, wie gesagt, auch gerne da, dann, wenn ihr bugfrei haben wollt, erstmal ab der zweiten Folge an. So. Die erste Folge müsst ihr tatsächlich zumindest die Untertitel lesen. Aber wie gesagt, falls euch irgendwas auffällt, irgendwelche Kritik oder sonst irgendwelche Hinweise oder sonst irgendwas, es ist mein erstes Spiel der Mafia-Reihe, bitte dann auch schreibt es in die Kommentare. Ich kann versuchen, so schnell wie möglich, oder ich werde versuchen, so schnell wie möglich darauf zu reagieren, wie es jetzt tatsächlich im ersten Part der Fall war, da ich jetzt im vierten Part bin. Ja. Ne? So, wir gucken mal. Wir parken mal hier. Aber wir müssen in der Garage parken. Okay. Aber passt. Eingepackt. Ich tue mal Misses. So. Fahre zum Retro-See-Yacht-Club. Story ist darauf angeschaltet, Zeit, das zu verändern. Ich brauche ein Auto. Och, guck mal, wie es weiter. Dann nehmen wir die Mühle, doch die wir eben gerade. Okay, der steht diesmal andersrum. Ich bin dann schön in die Wand gefahren. Dann nehmen wir mal trotzdem das Auto. Fahrmodus, für ein realistisches Fahrverhalten, das könnte der Fahrer wieder den Fahrmodus-Simulation wählen. Wechsel den Fahrmodus und den Spielstellung-Operation. Die Zeitumfahrt ist jetzt verfügbar. Benutze sie, um hinter den auszuweichen, Kurven zu nehmen, die bei normaler Geschwindigkeit nicht zu schaffen sind. Zeitumfahrt scharf, Zeitlupenfahrt starten, wenn du die Anzeige voll ist, auf Dreieck drücken. Das ist wahrscheinlich diese grüne Leiste. Okay, dann fahren wir mal. Dann fahren wir mal ein Ründchen. Und wir zwar zum Yachtclub. Und das ist dieser Zeitlupen-Modus. Das ist immer gut zu wissen. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Ach, 2,5. Ja, gut, wir haben ein paar Kilometer, ein bisschen Fahrstrecke vor uns. Oh, da war ein Bulle oder ein Kopf dabei. Wir müssen hier oben auf der Brücke fahren, okay. Ich bin eine zu früh abgebogen.
war natürlich nicht klug. Ich bin jetzt bei Ticket zu früh abgebogen, ja. Dann fahren wir hier lang. So. Dann machen wir uns einmal auf. Der Plan war natürlich nicht unbedingt da jetzt. Oh, das ist ein Fachmann. Hat die gerade zum Wachmann, pass auf, gesagt, okay. So, dann fahren wir weiter. Geradeaus, okay. Sollen gar nicht da runterfahren. Wer sich jetzt wundert, warum es so alte Autos die ganze Zeit gibt, wir sind immer noch im Jahre 1968, nur so nebenbei. Dieses Spiel ist eher, ja, ein bisschen retro. Aber das macht auch manchmal ein bisschen Charme aus. Spieler kann man auch mit alten Spielen. So, 400 Meter noch. Einige unterwegs. Ups. War nix. Ja, die Mühle macht sich vor allem nicht wirklich einfacher. Rede mit der Wache. Ach, wir können mit dem Auto direkt ranfahren, das wäre gut. Warte mal, dann machen wir das doch. Fahren wir direkt mit dem Auto da ran. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Wer sagt denn, dass ich Personal bin? Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Ja. Dass ich das noch erlebe. Benenn dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Park okay. Da drüben an der Seite. Triff dich mit Georgie. Achso, das ist nicht der. Was für eine Bonzenbude, ja.
Scheint ihn ja sehr zu mögen. So. Ich kann nichts sehen. Hier ist der nicht, Männer. Versuchen wir es da drüben. Die aber auch nicht. Bleib ruhig. Wir schaffen es. Achso, das sind die, glaube ich. Ach, da sind wir wieder drin in der Mission, die wir am Anfang hatten. Der Gegner den Deck hast mit Informationsansicht. Sie zeigt auch Ziele. Waffenschränke und Medizinschränke in der Nähe an. Okay, das ist. Achso, das ist unser Kollege. So, dann nehmen wir den Medizin. Ja, ist doch nett. Wo ist denn der Medizinschrank hier? Kuckuck. Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay? Ja, alles bestens. Wo ist Danny? Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fangen. Okay. Was ist denn der Medizinschrank, den ich brauche? Ach, hier hinten. Wir haben das Licht ausgemacht. Oh. Kümmert ihr euch um die Kohle, ich mach das hier klar.
Verteidige Georgie. Und. Hier ist er nicht, Männer. Versuchen wir es da drüben. Ich habe Sichtkontakt zum Verlegen. Da ist er. Auf ihn. Suche Deckung. Wir haben ihn. Er versucht zu fliehen. Holt mich hier raus. So. So, der eine noch und dann. Er hat mich festgenommen. So, tot. Weiter. Wir werden reich sein, Lincoln. Stinkreich! Mach erstmal den Job fertig, bevor wir hier. Konzentrier dich darauf, was du tust. Deckung wechseln, Deckung wechseln. Jetzt Richtung Deckung in der Nähe, L drücken und dann X. Deckung kreisen an der Kante der Deckung in Richtung einer L gedrückt und dann X drücken. Okay, ja, geil. Verdammt, man muss schon taub sein, um das zu überhören. Ist! Mach den ganzen Laden dicht! Ach so, ja, 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 neu. Ihr habt noch einen Mann am Pumpen! Ist zu Ende. Dieses Arschloch hat es auf mich abgesehen. Ich hab's nicht auf euch abgesehen, sondern auf alle. So, Step by Step, die Leute wegnatzen. Also, ich hab keine. So. Gut, ich will die Munition mitnehmen. Zack, 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 zack. Begib dich zum Tresorraum. Zurück wieder, oder? Und du? Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Diese Arschficker haben uns eingekesselt. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab doch gerade den ganzen Haufen weggeschossen. Ich bring das auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Ich versuch's. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt. Weg von dem Loch! Okay. Oder abwärts. Okay. Oh. Du das weg, Alice! Ich versuch's ja! Dannys Bein ist eingeklemmt! Helf mir mal! Ja, da du. Burks Iron and Mantle. Kein Kommentar.
Alle drin? Wir müssen los. Alle da, hau rein! Die Wachen kommen! Entkomme. Kann ich jetzt das Spiel speichern? Weil ich würde gerne mal die Folge beenden. Nein. Komm durch das Loch! Scheiße! Und dann fahren wir mit dem Boot noch raus. Dann haben wir hier noch raus. Diese Schweine, die kommen, schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. Entkomme. Ja, wir haben die Boote rechts neben uns. Die Scheißbullen! Sie öffnen das Feuer! Niemand verflucht Jossi Marcano! Komm, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir rauskommen. Da kommen sie! Scheiße, Mann! Scheiße! Fresst Scheiße, ihr Wichser! Verflucht Wasser! Leute, nicht langsamer werden! Ich schick dich dahin, wo du hergekommen bist. Aus dem Arsch deiner Mutter. Wo hast du den Bootfahren gelernt? Ja. Ach, scheiße. Wir hätten da jetzt rechts, wir hätten links abbiegen müssen, jetzt glaube ich. Wir hätten jetzt, glaube ich, links abbiegen müssen. Wir müssen los. Alle da, hau rein. Na komm. Die Wachen kommen durch das Loch. Scheiße, noch mehr Wachen. Los, weg. Diese Schweine, die kommen, schneiden uns den Fluchtweg ab. Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. Boah, Alter, das ist nicht so einfach, ja. Okay, jetzt habe ich so das Fahren konzentrieren. Los, kommt her, ihr Wichser! Wo hast du den Bootfahren gelernt? Achso, wieso drehst du denn jetzt? Ach, Mann. Alle drin? Wir müssen los. Alle da, hau rein! Die Wachen kommen durch das Loch! Scheiße, so müssen wir noch mehr Wachen! Los, weg! Ja, versuche ich gerade. Diese Schweine, die kommen, schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. So. Die Scheißbullen! Sie öffnen das Feuer! Dann machen wir das so rum. Der Hurensohn hat sich erwischt. Kommt her, ihr Inzestficker! Krass. Niemand fickt Georgie Marcano! Weiter, nicht langsamer werden! Ich tue das jetzt gerade. Fresst Scheiße, ihr Wichser! Niemand fickt Georgie Marcano! Die Rampe, Vollgas, Lincoln! Bist du wahnsinnig geworden? Scheiße, Scheiße, Scheiße! Dann auf! Zumindest mal entkommen. So. So, darf ich jetzt irgendwie mal... Ne, ist noch keiner Cutscene.
So. Ja. Gut. So, jetzt kann ich jetzt wirklich mal... Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Mafia 3 und dann finden wir uns ein Telefon. Jesus ist unser Begleiter, so heißt die nächste Mission. Aber ich bin jetzt hier raus. Wir hören uns. Ja, ja.